Ja, moin Leute und willkommen zu einem neuen Part. Pokémon Blattgrün, Nuzlocke Challenge. Ja, eigentlich sollte ich den jetzt... Ja, geil. Reicht nicht. Ja, Pasta hier erreicht gleich Level 13. Und dann sollte er eigentlich Metallklaue erlernen. Hoffe ich jetzt mal. Wenn ich mir jetzt vertan habe, wäre es natürlich Fail, aber es sollte eigentlich schon sein. Ja, genau. Metallklaue, darauf habe ich doch gebaut. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in Pokémon Center. Jojo. Und gucken uns ein bisschen so in der Stadt um, weil hier neue Stadt und so. Und zu. Ich habe ja das eine Pokémon Pastafari genannt. Da will ich mal ganz kurz noch was zu sagen, denn er heißt nicht mehr Pastafari LP, sondern jetzt Nuke MKW. Also Nuke von halt Atombombe oder so. Und ja. Deswegen ist das jetzt nicht mehr ganz so aktuell mit dem Starter-Pokémon, aber es dauert halt noch ein bisschen zum Namenveränderer, also müsst ihr damit leben. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann man ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Was? Wie? Hä? Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder was auch immer. Ja, dort weiß ich doch alles. Oder sie schlafen. Ja, ja, ja. Dim, 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 dim. Aber ich glaube, hier hat man jetzt auch noch nichts Wichtiges bekommen oder so. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Aber wir lassen uns mal... wir gehen erstmal in den Markt hier rein. Ja, das ist doch eine gute Idee. Und hier kaufen wir uns erstmal Trank. Wie viele haben wir da denn? Da kaufen wir uns nochmal einen dazu. Nein, nicht nochmal einen. Gegengift. Haben wir da noch welche? Ja, kaufe ich trotzdem nochmal eins. Ich meine, ist ja relativ billig. Boah, ich komme aber immer nochmal drauf dann. Paraheiler können wir auch mal drei nehmen. Feuerheiler, glaube ich, brauchen wir hier jetzt noch nicht. Aufwecker könnten wir noch gebrauchen. Dann nehmen wir auch mal einen erstmal. Das sollte reichen. Nein. Dann nehmen wir noch ein Fluchtseil, falls wir nachher in den Mondberg kommen. Und ja. Für Schutz reicht das Geld dann leider nicht mehr, aber man kann ja nicht alles wollen. Außerdem sind wir da ja noch gar nicht, also warum laber ich darum? Warst du schon im Museum? Ja. Waren die Fossilien vom Mondberg nicht einmalig? Okay. Nein, war ich noch nicht. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja, und der zeigt uns jetzt eben, wo es hier zum Museum geht. Es ist gleich da drüben. Man muss zwar Eintritt bezahlen, aber das ist es wert. Ja, gut. Da werde ich jetzt aber nicht reingehen, weil wir haben keine Kohle und können uns das nicht leisten. Und außerdem ist da jetzt, da kann man nur den Pokédex auffüllen halt, indem man gesichtete Pokémon hat. Aber das brauche ich jetzt, denke ich, nicht unbedingt. Ich weiß jetzt nicht, Raw ist wahrscheinlich ein mega niedriges Level für die Arena, aber ich werde ihn einfach mal einwechseln für den Vortrainer. Mal gucken, wie viel dem seine Pokémon mit Tackle oder so abziehen, weil das könnte durchaus relativ heftig sein und da will ich nicht unbedingt ein Risiko eingehen. Und ja, müssen wir mal gucken. So, Level 10, ja, das geht. Fußkick, ich will nur mal schauen, wie viel das abzieht. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist doch gar nicht mal so übel. Wie viel zieht sein Tackle ab? Okay, auch nicht so wenig. Aber es geht. Ich hätte da Schlimmeres erwartet, muss ich sagen. So, nochmal Fußkick und dann hat er's. Es 183, jawohl, das haut doch rein. Und ja. Sandan kommt als nächstes. Da werde ich jetzt lieber mal zu Pastafari, aka Nuke. MKW, ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich nenne ihn einfach weiterhin Pasta, glaube ich. So, Camper Georg. Jawoll. Ist auf den Metallklaue auch sehr effektiv, weil das ist, glaube ich, ja doch, Boden sollte eigentlich auch sehr aktiv sein. Oder auch nicht. Jawoll, ist nur gegen Gestein effektiv. Sehr effektiv, meine ich. Aber egal, den kriegen wir auch mit Loot oder sowas down. Ja, ja, das schickt schon. So, der hat seine Wirpelmasche, ja. Wirpel. Alter, und deswegen geht gleich mal die Attacke daneben. Ich hab's mir eigentlich schon denken können, aber okay. Dann ist das halt so. Ja, wir sind jetzt halt mit hier den Pokémon ziemlich unter den Leveln.
Normalerweise sollte der hier schon so Level 15 haben. Und ja, mit Mankey können wir halt so viel auch nicht anrichten, ganz einfach, weil der sofort drauf geht, wenn ich den irgendwie mal kurze Zeit einwechsel. Ja, da ist jetzt die Frage, wie wir das machen. Ach ja, mir ist übrigens irgendwie sowas in den Sinn gekommen, und zwar muss man ja, um, falls wir überhaupt so weit kommen, um auf diese Inseln zu kommen, müssen wir 60 verschiedene Pokémon fangen, ja. Und das geht natürlich schlecht, wenn wir auf jeder Route nur einen Pokémon fangen dürfen. Deswegen werde ich das dann halt offscreen dann machen, dass ich die ganzen Pokémon fange. Und die werden dann halt nicht ins Team kommen, oder darf ich auf keinen Fall ins Team nehmen. Die sind einfach sozusagen tot, ja. Und wir brauchen ja auch Pokémon für die VM, oder wie heißt denn das auf HM-Deutsch? HM-Deutsch, meine Güte. HM-Blitz, meine ich. Ja, jetzt ist die Frage, soll ich wirklich gegen Rocco kämpfen? Mit den Leveln? Das ist riskant, das ist sogar sehr riskant, das ist mir klar, aber... Ja, Verteidigung, felsenfeste Entschlossenheit, ich weiß, deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeige, wie gut du bist. Ja, das ist jetzt natürlich schon mal richtig heftig. Also ich habe ziemlich Schiss davor, dass uns gleich hier was drauf geht. Denn er hat einmal Kleinstein eben, das wird jetzt nicht unbedingt das Problem werden. Weil das ist ja auch nur zwei Level höher als das von dem vorderen Typ. Oder hatte der Level 10? Ich glaube schon. Ich glaube, meine mich daran zu erinnern, dass der hier hauptsächlich ein Igler einsetzt. Das wäre eigentlich, wäre mir das recht, wenn er das die ganze Zeit einfach nur macht und nicht angreift, weil dann kann ich mit Raw auch noch gegen Ronix mein Glück versuchen, denn der kann Steinhagel, nicht Steinhagel, Felsgrab, und das ist gegen Glumanda sehr effektiv und da wird er sofort drauf gehen von. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt oh, er setzt Tackle ein. Okay, er setzt keinen Trank ein. Hat Rocco überhaupt schon einen Trank? Da bin ich mir nicht so sicher. So, wäre cool, wenn er noch ein Level abkommen würde dadurch. Nein, nicht ganz. Ja, nee, ich will nicht wechseln. Das ist jetzt riskant. Ah, ich weiß nicht, wie viel dem Felsgrab hier abziehen wird. Klammergriff, jawohl, geht daneben. Hammer nice. Jawohl, Volltreffer. Raw, du bist einfach nur geil. Jawohl. Okay. Raw, du bist super. Wirst jetzt das ganze LP lang gelobt, weil du so cool warst und Rocco mit One-Hit sein stärkeres Pokémon mit One-Hit gebasht hast. Wir haben den Felsorden. Juhu. Das ist ein offizieller Orden in der Pokémon-Liga. Die Pokémon-Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Natürlich musst du die Attacke erst beherrschen. Ja, das ist mir klar. Und wir haben Kohle bekommen. Juhu. Warte, nimm das hier mit. TM39 und das ist... Ja, ich weiß, TMs können wir dem Pokémon beibringen und so weiter. Felsgrab. Genau. Hat nicht die beste... Nicht die beste Genauigkeit, ist aber eigentlich jetzt für den Anfang vielleicht gar nicht so übel. Naja, aber sonderlich toll auch nicht. Moment mal. Was sind denn hier die TMs? Hallo? Hello? Lol. Moment. What the hell? Wir haben doch jetzt... Hä? Muss ich das kapieren? Wo waren die denn in dem Beutel? Na, oh, geh doch nochmal drauf. Beutel, so. Ich kann weder nach links, nur nach rechts. Ach so, hier ist VMTM-Box. Ach so. Ja, Stärke 50 ist nicht gut, Genauigkeit 80 ist auch nicht gut, AP 10 ist auch nicht gut, Initiative des Gegners kann sinken und Raw kann es erlernen, deswegen wir lassen ihn das jetzt einfach mal erlernen. Er wird es wahrscheinlich nicht lange behalten, aber jetzt kann es nicht schaden. Badababam. So, let's go in the Pokémon Center. Und wir heilen die Pokémon auf. Ich habe den ersten Part übrigens immer noch nicht freigeschaltet, falls das irgendjemand denkt. Also ich kann da jetzt noch nicht so auf eure Sachen... Oh, Entschuldigung. Ich kann da nicht so auf, auf eure Sachen eingehen.
bisher. Aber ich denke, das hier wird jetzt vorerst so der letzte Part sein, den ich vor dem, bevor ich den ersten Part hochlade, aufnehme. So, und hier haben wir ein... Oh, Pat! Ich bin froh, dass ich dich hier erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen. Also nimm es bitte. Dim! Die Turbotreter, juhu! Drücke B-Knopf, um zu rennen. Wenn Platz ist, nun muss ich zurück ins Labor. Bis die Tage. Ja, ja, sehr nett von dir. Und jetzt können wir... Ein Brief ist dabei. Hallo, Pat. Hier ein paar Turbotreter für meinen geliebten Trainer. Denk dran, ich drücke dir stets die Daumen. Gib nie auf, deine Mama. Ja, und jetzt können wir hier ein bisschen faster rennen. Und hier erwartet uns dann eine Trainerroute, Route 3. Da haben wir noch kein Pokémon gefangen, soweit ich weiß, aber ich müsste da auf meine Liste gucken. Aber da der Part jetzt nur so kurz ist, dann schaue ich noch kurz in die rein. Nidorina, sitz! Nidoran. Unser Pokémon ist ein Außenseiter, deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch, doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrenen Trainern nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten... Ja, ich könnte ja im Prinzip meinen ausleihen oder so. Aber darf man ja nicht, weil man nicht so nett sein darf. Ja, hier ist ein Zerschneiderbusch, kommen wir eh nicht rein. Oder sollen wir noch ins Museum, aber das ist eigentlich ziemlich unnötig. Was soll eigentlich das hier darstellen? Hat sie ein verstecktes Item oder sowas? Da ist mir noch nie was aufgefallen. Mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer, aber Rocco, der Arena-Leiter von Marmoria City, versteht sein Geschäft. Ja, deswegen habe ich ihn auch besiegt mit meinen Pokémon, die ich gerade erst bekommen habe. Psst. Weißt du, was ich hier mache? Ja. Stimmt, es ist harte Arbeit. Was sagt er, wenn ich Nein sage? Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Ja, und Schutz können wir uns im Markt natürlich auch kaufen. Und dann besser durch den Mondberg kommen. Weil da regen die wilden Pokémon ja doch ab und zu mal auf. Und wisst ihr was? Wir werden uns Schutz kaufen hier. Wir kaufen uns mal... 3-mal Schutz. So, aber mehr nicht, weil wir müssen das Geld eher für Tränke und so weiter aufbewahren. Das ist halt so in der Nuzlocke-Challenge, kann ich nichts für. Da müssen wir dann halt ein paar wilde Pokémon auch irgendwie halt so ertragen, wenn sie nerven. Und ich würde sagen, wir machen hier dann im nächsten Part weiter. Bis dann und ciao, Leute. Ist jetzt ein kürzerer Part, aber meine Güte, das kann ja auch mal vorkommen. Ich bin echt überrascht von Raw und also von Mankey. Und das war echt hammernicer Job. Dadurch ging das Ganze schneller, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, ich gehe hier halber drauf oder ein Pokémon stirbt oder sonst irgendwas. Aber das hat ja besser funktioniert und ich hoffe, das wird in der Wasserarena auch so ablaufen, weil die, da muss ich noch so ein bisschen Schiss haben wegen Glumanda. Da bringt der natürlich überhaupt nichts. Und, aber vielleicht bekommen wir davon noch ein Pflanzen-Pokémon oder so. Das wäre ganz nützlich. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann und ciao.